Wunderschönen guten Morgen miteinander wieder einmal. Heute geht es nach Essen, also mehr oder weniger einmal von rechts nach links über die deutsche Landkarte, nämlich zur internationalen Spieleausstellung in Essen, der Spiel, natürlich in Zusammenhang mit unserem Brettspiel, welches gerade auf Kickstarter läuft. Wir haben jetzt zwar keinen eigenen Stand oder so, aber wir möchten zumindest ein paar Flyer verteilen und solche Sachen. Deswegen machen wir uns da jetzt auf den Weg. Ich werde jetzt natürlich gleich noch den AT abholen, dann gehen wir eine Kleinigkeit frühstücken. Aber vorher habe ich noch ein anderes Projekt vor, denn ich habe gestern Abend noch herausgefunden, dass Essen eine Umweltzone ist und ich hier in meinem Auto überhaupt keine grüne Plakette habe, weil ich die bisher nie gebraucht habe, weil Nürnberg ist keine Umweltzone. In Italien gibt es ein paar, aber das sind dann meistens irgendwie sowieso die tiefsten Altstädte oder so. Da fährt man halt dann nicht rein. Und groß woanders war ich in den letzten mittlerweile 2 Jahren, in denen ich dieses Auto jetzt besitze, nicht. Deswegen habe ich es nie für nötig befunden, mir eine Umweltplakette zu besorgen. Das werde ich jetzt heute als erstes machen. Tagesordnungspunkt Nummer 1 haben wir geschafft, wir haben gefrühstückt. Nummer 2, wir haben den AT dabei. Hallo. Und Nummer 3, wir haben unsere wunderschöne grüne Plakette. Jetzt geht's nach Essen.
So, wir sind angekommen in Wuppertal. Arti ist noch gerade in der Sparkasse, ein bisschen Cash holen. Es ist mittlerweile nach 18 Uhr, deswegen ist es auch schon ziemlich dunkel. Kommt jetzt aber auf der Cam gar nicht so dunkel rüber. Und ja, wir brauchen jetzt noch ein paar Minuten, dann sind wir im Airbnb und dann war's das schon für heute.